Die chinesische Verwünschung, mögest du in interessanten Zeiten leben, die scheint an der Wall Street einzutreffen. Wir haben eine völlig paradoxe, völlig verrückte Situation. Wir haben den größten Abverkauf des Nasdaq 100 seit Dezember 2022, also seit über eineinhalb Jahren. Wir haben den Halbleiterindex SOX, der so stark verliert wie seit dem Corona-Crash 2020, nicht mehr mit über 6%. Und auf der anderen Seite haben wir den Dow Jones mit einem neuen Allzeithoch. Wie passt das zusammen? Wie crazy ist das? Denn wir leben in ziemlich interessanten Zeiten und diese interessanten Zeiten, die schauen wir uns jetzt mal an. Hier sehen wir das biggest single day drop seit Dezember 2022 beim Nasdaq 100. Die Magnificent 7 Aktien haben mal in 5 Tagen 1,1 Billionen an Marktkapitalisierung verloren. Das ist mehr als ca. 95%, 98% aller Länder der Welt hier überhaupt an Wirtschaftsleistungen in einem Jahr erbringen. Also mehr als dessen BIP. Wir haben auf der anderen Seite eben dann die Generäle, also die Dickfische, die jetzt von ihrem Peak bei Apple 5% verloren haben, Microsoft 6%. Google auch, Amazon 8, Nvidia 13 und Meta sogar 14. Und wir haben eine ziemlich hässliche Kerze im Nasdaq Composite in diesem Fall, diese Engulfing Candle und dann Falling Window. Wie gesagt, Nasdaq 2,7% im Minus, der Nasdaq 100 und der Dow auf neuem Allzeithoch. Und jetzt hat sich Jason Gepfert mal angeschaut. Naja, wann haben wir das gesehen, dass der Nasdaq mehr als 2% gefallen ist und der Dow Jones auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist? Das war am 14. April 1999, also noch kurz vor Platzen der Dotcom-Bubble. Und im Juli 20. Juli 2023, also ziemlich genau vor einem Jahr. In beiden Fällen, so sagt er, ist dann innerhalb des nächsten Monats ist es für die Märkte um 5% nach unten gegangen. Und rechts diese Grafik hatte ich schon gezeigt, diese nun richtig gute Marktbreite, die ja lange überhaupt nicht der Fall war. Vorher waren es ja die Tech-Aktien, die das Ganze nach oben getrieben haben. Die könnte darauf hindeuten, dass wir jetzt in einem ganz, ganz späten Zyklus sind. Vor allem, wenn wir uns mal den Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index anschauen, also diese Halbleiter Werte, die in diesem Index zusammengefasst sind, dann sehen wir, dass deren Price-to-Sales-Ratio massiv gestiegen ist. Und zwar sehr, sehr massiv auf ein neues Allzeithoch. Risk happens fast bei diesen absurd valuations, so sagt es Ottavio Costa. Und ich glaube, da hat er natürlich einen Punkt. Diese Euphorie, die war so unfassbar grenzenlos. Und hier sehen wir mal den SOX, ein anderer, oder das ist praktisch der Halbleiterindex, den man als ETF handeln kann. Der hat den schlechtesten Handelstag seit 2020 hinnehmen müssen. Ziemlich hässliche Kerze. Kommt da jetzt so eine Erholung rein? Das wäre durchaus drin, dass wir da nochmal so ein bisschen nach oben schnappen, dann aber in Gefahr sind, dass der nächste Move nach unten kommt. Schauen wir uns mal die großen Tech-Werte an. Alles im Minus, Amazon, Apple, selbst die großartige Tesla, ja, und das ist ja wirklich die Qualitätsaktie schlechthin, weil da wird ja in Zukunft dann ungefähr in 580 Jahren werden dann Robotaxis kommen, gell? Die werden dann natürlich diese Aktie mit einer Marktkapitalisierung versehen. Die ist höher als der Mars, ja, also als die Distanz zum Mars. Das kann man sich, meine zweitbeste Freundin Cathy Wuss hat das ja klar gesagt, ja, das ist unbestritten. Aber kurzfristig eben nochmal jetzt im Minus. Wir sehen also hier alles, was dick und tech ist, ist rot. Wir sehen den Wix, der einen ziemlichen Ausbruch hatte, also das Angstbarometer, und wir sehen, dass eben jetzt 79% der Aktien im S&P 500 über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Normalerweise achten die amerikanischen institutionellen Investoren sehr stark auf diese 200-Tages-Linie. Ist eine Aktie, ein Index über 200-Tages-Linie, wird gekauft, ist er drunter, wird er verkauft, und wir hatten vorhin, oder ich hatte vorhin den Wix angesprochen, und hier sehen wir, wenn das saisonale Muster hier kommt, dann könnte das sehr interessant werden jetzt in den nächsten Monaten. Das ist der Verlauf in einem Wahljahr. Und ja, wir sehen ja schon, dass mit Auftreten von Saturnal dann die Nervosität steigt, der gestern ja mit seinen Aussagen über Taiwan
vor allem für Unruhe gesorgt hat, vor allem diesen Abverkauf der Halbleiterwerte ja letztendlich ausgelöst hat. Und Trump ist bearish for Tech. Trump ist also bearish für Tech. Ich glaube, das ist der relevante und entscheidende Punkt, den man verstehen sollte, dass Tech möglicherweise in Gefahr ist, wenn Donald Trump kommt, und zwar auf mehreren Ebenen. Erstens, weil eben Tech in den USA meist in Kalifornien sitzt und so ein bisschen Vogue ist wie Google. Das passt Donald mit Sicherheit nicht. Und dann gibt es noch ein paar andere Geschichten, nämlich diese ganze Geschichte mit China. Da ist zwar Biden auch ziemlich scharf, oder die Biden-Administration, aber man kann sich vorstellen, dass Donald da noch ein bisschen heftiger drauf sein wird. Schauen wir uns aber zunächst mal an, dass die Killer-Applikation in Sachen KI-Hype bisher irgendwie nicht gefunden ist, weswegen ja die Earnings-Expectations sinken. Apropos KI, da hat jetzt Chinas Aufsicht CAC ByteDance und Alibaba aufgefordert, naja, kommt mal bitte schön zum Report und zeigt mal eure KI-Systeme. Wir wollen mal sehen, ob die kernsozialistische Werte enthalten. Dementsprechend gibt es ja gar keine, also erstens haben wir gar keine KI, wir haben keine künstliche Intelligenz, sondern wir haben Datenbankenabfragen, die auf hohem Niveau passieren, sagen wir es vielleicht mal so. Mit Intelligenz hat das nichts zu tun, Intelligenz ist letztendlich auch Mustererkennung, die auf Erfahrungswissen basiert, letztendlich. Zumindest eine mögliche Definition, meine Damen und Herren. However, auf jeden Fall sehen wir, dass eben das, was als KI bezeichnet wird, natürlich sehr stark vom Schöpfer der KI abhängig ist. Dementsprechend dürften wir völlig andere KIs haben mit einem ganz anderen Mindset, sozusagen, wenn diese KI aus China kommt, etwa ByteDance und Alibaba, als wenn sie aus den USA kommt. Das ist vielleicht ein sehr wichtiger Punkt, aber nochmal kurz zurück zu Donald. Wenn er denn an die Macht kommt, dann dürfte er gegen solche Konzerne wie Google und Microsoft deutlich stärker vorgehen, auch wahrscheinlich gegen Nvidia. Er hat ja gesagt, Taiwan bringt uns nichts, kostet uns nur Geld, die haben unsere Chipindustrie geklaut, die soll gefälligst jetzt, oder diese Chips sollen gefälligst in den USA produziert werden. Und jetzt sehen wir, laut einem Bericht, der auch beim Manager-Magazin einsichtig ist, Google und Microsoft umgehen offenbar US-Embargo. Und zwar, die erlauben chinesischen Firmen Zugriff auf Spezialprozessoren, Prozessoren für KI, aber das eben außerhalb Chinas. Das heißt, die greifen eben aus China auf Server zu, die eben nicht in China stehen. Und schon ist alles schick mit diesen Embargo-Geschichten. Das wird ziemlich heftig böses Blut geben. Ähnliches macht Nvidia übrigens mit seinem Hub Singapur offenkundig. Schauen Sie sich mal die Zahlen an oder die Berichtszahlen von Nvidia. Da ist Singapur so ein fetter Batzen. Da fragt man sich ja schon, ja, was ist denn das, gell? Was ist denn das? Ist da so viel Geschäft in Singapur? Ei, da ist ja die Wirtschaft, die boomt in Singapur, gell? Wahnsinn. Ja, ja, also da wird was kommen, und Donald ist da eben durchaus wahrscheinlich ein bisschen kräftiger in der Ansprache als die beiden Administrationen das ist. Kommen wir nochmal zurück jetzt zu den Märkten. Wir haben jetzt die bullischste Stimmung, die wir im Bereich Investors Intelligence sehen seit Dezember 2020, 98. Perzentile. Investors Intelligence ist die Stimmung in Börsenbriefen. Ja? Also wie ist da sozusagen, wie wird das Ganze beurteilt? Wir haben heute frisch jetzt die AAII-Umfrage. Das ist eine ganz schwere Wortkombination. Also die Privatinvestoren, die sind zu 52,7% jetzt bullish. Das ist der höchste Wert praktisch seit Dezember 23, kurz vor Weihnachten. Da hatten wir auch mal so einen Euphorie-Top. Das ist einer der höchsten Werte der letzten Jahrzehnte. Und derzeit sehen wir dann, und das passt so irgendwie zu dem Geschehen Nasdaq und Dow Jones, Sam Stovall sagt, ja, also wir sehen jetzt wahrscheinlich mindestens einen zweistelligen Rückgang, weil eben vor allem die Rallye zu weit gelaufen ist und die Big Cap Aktien zu teuer sind, während Ed Yardini sagt, oh, wir sehen die Roaring Twenties, ja, die sind dann geendet 1929, wie wir bekanntlich wissen, und wir haben ja so manch eine Struktur, die so ein bisschen daran erinnert, aber das nur ganz nebenbei gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben zunächst mal die Situation,
dass wir natürlich eine extrem hohe Positionierung haben, Long-Positionierung. Das gilt auch für CTAs, also diese Commodity Trading Advisor, Vermögensverwalter, wenn man so will. Deswegen sagt Goldman Sachs, Scott Rubner, also ich werde den Dip nicht kaufen, unter Verweis unter anderem auf die Positionierung, extreme Positionierung der CTAs. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir morgen den kleinen Verfall haben. Und jetzt ist es so, die Leute haben natürlich massiv Calls gekauft, ob institutionelle oder auch Privatkunden, auf die großen Tech-Werte. Die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen, die gegen die Kunden ja wetten, mussten sich absichern, haben das Underlying gekauft. Mit anderen Worten, alle sind massiv long in Tech. Und die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen, wenn morgen ein Teil dieser Option verfällt, dann brauchen sie ihre Absicherung nicht, würden also dann zum Beispiel Long-Positionen, die sie gekauft haben, auflösen. Dementsprechend sehen wir gerne dann in der dritten Woche im Juli eine negative Woche, und bislang ist das ja vor allem beim Nasdaq der Fall. Und wir sind in diesen gestrigen Tag reingegangen mit einem Put-Call-Ratio von 0,49. Das war das erste Reading seit dem 28. Februar diesen Jahres. Also einer der geringsten Werte, kaum Absicherung. Das dürfte sich bald ändern. Da wird mehr und mehr abgesichert, unter anderem wahrscheinlich über den VIX. Und beim VIX ist es ja auch ein Volkssport in den USA, Wohler verkaufen, also auf einen fallenden VIX setzen. Das könnte dann auch so ein bisschen Volmageddon auslösen. Übrigens hier, das wollte ich auch nochmal zeigen, unten Rotation, da sind wir natürlich immer noch extrem. Wenn jetzt zum Beispiel der Russell super stark gelaufen ist und der Nasdaq abverkauft wurde, dann hat der Nasdaq immer noch einen gigantischen Vorsprung natürlich zu den Nebenwerten im Russell 2000 in den letzten Monaten und Jahren. Jetzt haben wir ein Hoffnungsschimmer für die Bullen, nämlich TSMC, die Taiwanesen, die haben jetzt Zahlen gebracht, die waren über der Erwartung. Hier sehen wir Profit Rises 36%, 29% waren nur erwartet. Daraufhin sahen wir einen Push nach oben heute. Zunächst mal bei den US Futures, und das ist alles schön und gut, ändert aber natürlich jetzt nichts an dem Fragezeichen, das vor allem seit den Aussagen von Donald Trump einerseits. Wie schaut es denn aus mit Taiwan langfristig für diese ganze KI-Geschichte jetzt eingesetzt wurde? Dann die Aussagen eben der beiden Administrationen, wir werden auch hier die Restriktionen deutlich verschärfen. Alles schön und gut. Mal sehen, wie man jetzt darauf reagiert. Ich denke, dass wir heute einen volatilen Handel haben werden, aber das Potenzial eben da ist, dass die Dealer, die Verkäufer von Optionen eben ihre Long-Hedging-Positionen auflösen und insgesamt ja die KI-Euphorie, wir verkaufen Chips für Produkte, die noch nicht existieren, aber bestimmt uns unfassbar reich machen werden, wenn sie denn irgendwann mal im Jahr 3928 dann kommen. Schauen wir uns mal auf der anderen Seite zum Beispiel den Finanzsektor an, da haben wir positive Entwicklung gerade bei Finanzaktien. Auf der anderen Seite, und auch das beschreibt so einen Gegensatz, sehen wir einen Dickfisch in dieser Branche, Charles Schwab, einer der großen Broker in den USA, im freien Fall nach Zahlen. Das geht richtig, richtig runter. Auf der anderen Seite aber gesunde Marktbreite, wie wir hier sehen, gerade im Finanzsektor auch. Und wenn wir vom Finanzsektor sprechen, dann hier, wir sehen ja jetzt eine starke Versteilung der Zinskurve. Hier sehen Sie mal, wie stark jetzt die Yields gefallen sind, also die Renditen gefallen sind. Je kürzer die Laufzeit, umso stärker. Zweijährige 35 Basispunkte, 5-jährige 23, 10-jährige 12, 5-3. Das heißt mit anderen Worten, wir haben jetzt eine Endinvertierung oder stehen vor einer Endinvertierung der Zinskurve. Und das wiederum ist ein bedeutender Prozess. Ich hatte das schon öfter angedeutet. Wir sehen gleichzeitig, dass aufgrund der fallenden Renditen, die am kurzen Ende stärker fallen als am langen Ende, weil man sich sagt, die Fed muss jetzt wahrscheinlich bald ziemlich kräftig die Zinsen senken, aber dann könnte sie dann nicht. Und da wird die Verschuldung steigen. Und deswegen brauchen wir höhere Risikoprämien. However, wir sehen jedenfalls den Goldman Sachs
Financial Conditions Index jetzt auf dem tiefsten Stand seit Juli 2022, also seit 2 Jahren, eben auch weil die Anleiherenditen sinken. Das ist da ein doch durchaus relevanter Faktor, denn wenn die Anleiherenditen sinken, sinken die Kapitalmarktzinsen, Geld wird also billiger, könnte man sagen. Machen wir noch ein bisschen was zur Politik in den USA. Es sieht jetzt so aus, als wäre doch Biden bald bereit, aus dem Rennen auszuscheiden. Er kriegt von allen Seiten jetzt Druck, tritt beiseite. Tritt nicht nochmal als Präsidentschaftskandidat an. Jetzt hat er gesagt, ja, wenn also es nötig ist, dann würde ich ihn bei meiner zweiten Amtszeit dann an Harris übergeben, wenn ich irgendwelche Health Issues habe, also wenn ich Gesundheitsprobleme habe. Die hat er, denn er hat sich jetzt mit Corona infiziert. Und wir sehen, wie er hier, sehen Sie nicht, aber Sie sehen nur ein Bild, aber da gibt es Filmmaterial eben drüber, wie er da in ein Flugzeug steigt. Und das dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis er da die Treppe oben ist. Wackelig, tattrig in jeder Hinsicht. Deswegen jetzt bei Predicted, die Odds, die Wahrscheinlichkeiten, dass Kamala Harris gewinnt, deutlich höher inzwischen als die von Sir Biden. Und wenn wir jetzt nochmal zu Sir Donald kommen, dann ist jetzt bekannt geworden, dass man auf den Attentäter Crooks schon vorher aufmerksam wurde und dann, dass man ihn sogar im Visier hatte, also stark beobachtet hat. Dann hat man ihn auf dem Dach entdeckt, von wo er ausgeschossen ist. Dann kam Trump auf die Bühne und viel später konnte er seine Schüsse abfeuern. Die Chefin des Secret Service ist unter massivem Druck. Hier sehen wir republikanische Abgeordnete, also Leute, die wirklich auch eine hohe Position haben, die sie beschimpfen und sagen, wir brauchen Antworten. Das ist mindestens geballte Inkompetenz, vielleicht mehr, das wissen wir nicht. Und wenn wir schon mal bei Trump bleiben und seinem Vize, dann wissen wir, dass es vielleicht für Deutschland ein bisschen unruhiger wird, wenn eben Trump und Vance dann an die Macht kommen. Aber der hat durchaus auch vielleicht mal ein paar Punkte, ob man jetzt Trump und Vance mag, ablehnt oder gut findet, aber vielleicht ein paar Punkte, die wir uns mal doch zu Gemüte führen sollten. Die Bundeswehr sei ein hoffnungsloser Fall, es scheint langsam ein bisschen anders zu werden, aber immer noch natürlich im Grunde eine Spaßarmee. Deutsche Energiepolitik unter der Ampel bezeichnet er als idiotisch. Okay, und zwar hat er auf der Sicherheitskonferenz, wo auch die gute Ricarda Lang war, gesagt, sie deindustrialisieren ihr eigenes Land, während sie gleichzeitig sagen, dass Putin um jeden Preis besiegt werden muss. Wenn Putin um jeden Preis besiegt werden muss, dann, liebe deutsche Freunde, hört auf, nur euer eigenes Land im Namen einer lächerlichen grünen Energiepolitik zu deindustrialisieren. Da hat er leider einen Punkt, denn wenn wir CO2-frei werden, dann bringt das nichts, dann wird jemand anders das CO2 in die Luft pumpen. Also es ist sozusagen eigentlich egal, ob Deutschland CO2-frei wird, wenn man mal ehrlich ist. Dafür wird aber ganz schön viel kaputt gemacht, finde ich. Da hat der gute Mr. Vance natürlich einen Punkt und Probleme und kaputt gemacht. Auch der Immobiliensektor, der durch eine Vermögenspreisblase zu groß wurde. Jetzt platzte die Blase. Wir sehen hier Baugenehmigungen minus 24,2% als im Mai 2023. Einfamilienhäuser minus 31,5%, also das ist schon ziemlich gewaltig. Wir sehen eine Pleitewelle, die wahrscheinlich im Herbst dann nochmal einen neuen Hochpunkt erreicht im Immobiliensektor. Abschließend, Chip-Aktien mit größtem Absturz seit 4 Jahren, was sorgen eigentlich Experten, ne? Gerne weiterempfehlen über diese Social-Media-Button, die Sie einfach klicken müssen. Dann teilen Sie das an andere, würde mich sehr freuen. Und heute ist ja auch noch EZB, die wird zwar die Zinsen nicht senken, aber was da zu erwarten ist, sehen Sie in diesem Artikel. Gerne bitte teilen auch diesen Artikel. Das war mein letztes Video. Falls Dramatisches passiert, würde ich mal vielleicht ein kurzes Handyvideo machen im Urlaub. Bedanke mich ansonsten, dass Sie wirklich diesen Masochismus haben, mich zu ertragen. Jemand hat geschrieben auf YouTube, Fugi wird wahrscheinlich mehr Entzugserscheinungen haben als wir. Das ist vielleicht sogar richtig. Ich schätze es außerordentlich, dass Sie sich all das antun. Das ist mir eine wirklich große Ehre. Also Ihnen eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns alle munter und gesund dann wieder am Montag, den 5. August, glaube ich, ist dann wieder ganz normale Arbeitszeit. Also, Servus, ciao, alles Gute. Yeah.